Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen Video. Es ist was unfassbar krasses gerade passiert. Ich kenne mich gerade überhaupt nicht mehr aus. Und zwar habe ich, glaube ich, gerade wirklich einen Duplication-Glitch in FIFA 18 gefunden, bei dem man die Spieler wirklich verkaufen kann. Also das ist jetzt nicht nur ein Anzeigefehler, man kann die Spieler wirklich verkaufen. Ich habe das Ganze gerade schon mit Mbappé gemacht und es hat einfach funktioniert. Ich kann den Spieler verkaufen, obwohl ich ihn noch im Verein habe. Wie das genau funktioniert, werde ich euch gleich zeigen. Ich möchte euch nur schnell noch die Statistik zeigen. Und zwar 80, 52, 54, 2. Ja, das ist der Spieler, den ich im Verein hatte. Und den habe ich noch im Verein. Wir schauen uns das an. Mannschaften, wir gehen drauf. Das ist genau derselbe Mbappé. Das ist genau derselbe Mbappé, der in meinem Verein ist. 80, 52, 54, 2. Die Statistik ist 1 zu 1 dieselbe, weil das derselbe Spieler ist. Ich habe diesen Spieler verkauft und ich habe ihn in der Mannschaft. Wir machen das Ganze jetzt mit Paul Pogba, den habe ich in meiner normalen Mannschaft drinnen. Der ist tauschbar und der ist noch ca. 200.000 Münzen wert. So, was wir jetzt machen, wir gehen bei den Squad Building Challenges rein. Dann gehen wir auf Upgrades und gehen ganz nach hinten auf Gold Upgrade. Hier drücken wir ganz normal drauf. Wir brauchen kein Team einfügen oder sonst was. Wir brauchen einfach nur diesen einen Spieler reingeben, den wir eben duplizieren wollen. In unserem Fall ist das eben, wie gerade schon angesprochen, Paul Pogba. Das heißt, wir haben den hier, wir suchen den, packen ihn in den Verein und das ist jetzt genau der Paul Pogba, den ich vorher in meiner Mannschaft hatte. So, und es ist eigentlich verdammt leicht. Ihr müsst nicht mal wirklich was machen, außer diesen Spieler einfach auf die Transferliste zu packen. Ja, der ist jetzt auf der Transferliste und das zeige ich euch jetzt auch direkt. Und zwar gehen wir hier auch direkt schon auf Transfers, also Transferliste, und dann schauen wir mal und gehen da ein bisschen nach hinten und dann müssten wir hier irgendwo den Paul Pogba sehen. Genau, hier ist er und das ist genau derselbe, der eben auch in meiner Mannschaft war. So, und dieser Paul Pogba ist jetzt nicht nur auf meiner Transferliste, sondern dieser Paul Pogba ist auch immer noch in meiner aktiven Mannschaft. Oh mein Gott, jetzt ohne Witz, was ist das bitte? Das ist krank, das ist richtig krank. Und ich dachte mir zuerst, wenn ich den Spieler jetzt auf der Transferliste anbieten will, dass da irgendwie eine Fehlermeldung kommt. Aber die ist bei Mbappé auch nicht gekommen und die wird jetzt bei Paul Pogba auch nicht kommen. So, also Preisvergleich, schauen wir einfach mal ungefähr nach, was er kostet. 180.000 circa. Ich will ihn ja eigentlich eh nicht verkaufen, deswegen machen wir halt 190.000 oder so, dann wird er wahrscheinlich nicht weggehen. Aber wir können ihn ganz normal anbieten. Hier 195.000 machen wir und irgendwie so, keine Ahnung. Und hoppala, jetzt habe ich verkackt. Okay, wir stellen den Paul Pogba jetzt auch wirklich rein und ich schaue dazu mal ganz genau nach, was diese Karte kostet. Denn ich will schauen, ob das auch immer noch funktioniert, wenn ich die Karte dann wirklich verkauft habe. Weil bei Mbappé habe ich sie ja noch nicht verkauft. Deswegen weiß ich nicht, ob man die Coins dann auch wirklich bekommt. Und ich will euch da jetzt nicht irgendwie was vorlügen und sagen, yo, das ist ein Duplication Glitch und dann funktioniert es gar nicht. Deswegen machen wir das jetzt wirklich so, dass wir die Karte wirklich verkaufen. Ich meine, angeboten haben wir Mbappé schon. Deswegen müsste es mit Pogba jetzt auch gehen, wenn wir den auch wirklich verkaufen. Also ich schaue jetzt mal kurz nach, was der Paul Pogba genau kostet. Ich glaube so 180.000 circa. Ja, für 170 bekommt man nichts. 173, 175. Ja, für 176 ist einer zu haben. Wir stellen ihn jetzt rein für 174 oder 173. Ich mache das Ganze jetzt uncut, dass ihr auch wirklich seht, dass ich den Spieler reinstelle und dass das wirklich der Paul Pogba ist, den ich vorher in meiner Mannschaft hatte. Also das ist genau der Paul Pogba, den ich in meiner aktiven Mannschaft habe. Und ja, den stellen wir jetzt rein für 173.000, haben wir jetzt gerade gesagt. Maestro, Chemistry Style und so können wir uns alles merken. Das ist nämlich genau die Karte, die ich eben in meiner Mannschaft drinnen habe. So, ich stelle ihn jetzt so rein. Drücke auf Weiter und das Ganze wird ganz normal eingereicht und dieser Spieler befindet sich jetzt auf dem Transfermarkt. Und jetzt warten wir erstmal ein bisschen und schauen, ob die Karte verkauft wird. Aber währenddessen können wir sehen, ja, der Paul, der ist immer noch in unserer Mannschaft drinnen und wir könnten hier auch noch alles mit ihm machen. So, also das ist jetzt irgendwie nicht so, dass da jetzt eine Fehlermeldung kommt, sondern der ist ganz normal in meiner Mannschaft noch drinnen. Ich bin jetzt halt wirklich unfassbar gespannt, ob sich die Karte jetzt wirklich einfach verkaufen wird und ob ich die Coins bekomme. Oh mein Gott. Also, Paul Pogba hat sich gerade verkauft. Ich habe die Coins ganz normal gut geschrieben bekommen. Und jetzt ist die riesige Frage, ob mein anderer Paul Pogba jetzt noch im Verein ist. Ich hoffe es so sehr. Also Jungs, wir gehen jetzt von der Transferliste zurück und das ist jetzt wirklich der Moment, der alles entscheidet. Oh mein Gott. Jungs, ich verarsche euch gerade nicht. Ich schwöre auf meine Mutter, dass dieser Paul Pogba noch da ist. Und das ist genau der Paul Pogba. Das ist genau der Paul Pogba. What the fuck? Was habe ich da gerade für einen Glitch gefunden? Das ist genau der Paul Pogba. Okay, das ist jetzt hier nicht mehr angezeigt, weil ich ihn verkauft habe. Aber das ist genau der Paul Pogba. Das haben wir vorhin alles hergezeigt. Und ich
kann das gar nicht. Ich wüsste nicht, wie ich sowas faken sollte. Ich pack das überhaupt nicht. Ich habe gerade wirklich die Coins dafür bekommen. Was ganz witzig ist, ich habe nämlich meinen Dechea hier auch auf der Transferliste. Und zwar genau hier. Das ist nämlich auch mein Dechea, den ich auch in der Mannschaft habe. 110 gespielte Spiele, eine Torvorlage oder so ist, glaube ich, gestanden. Ne? Und hier gehen wir mal rein, aktive Mannschaft. Ja, 110 gespielte Spiele und eine Torvorlage. Easy going. Ich pack's überhaupt nicht, dass das gerade wirklich funktioniert hat. Und wir werden das jetzt nochmal mit Neymar hier machen, um es wirklich zu 1000% zu bestätigen. 420.000 habe ich ihn gekauft. Okay, er ist noch, habe ich gerade nachgeschaut, bei Footbin 265.000 Münzen wert. Das heißt, wir stellen ihn dann für 260.000 Münzen rein. Aber was wir natürlich zuerst machen, wir geben den in die SBC rein und ja, in die Gold Upgrade SBC und dort geben wir ihn dann eben auf die Transferliste. Das heißt, hier Upgrade, dann Gold Upgrade, ganz normal reingehen. Dann hier einfach irgendwo, ich meine, ich habe es jetzt bis jetzt immer auf der rechten Innenverteidigerposition gemacht. Vielleicht ist das auch ein Trick, keine Ahnung. Aber ich glaube, wir können ihn überall ins Team einfügen und dann, ja, machen wir das auch hier ganz normal und dann geben wir ihn wieder auf die Transferliste. So, das ist jetzt gemacht. Ich zeige es euch jetzt extra nochmal uncut, damit hier keine Missstände aufkommen. Nicht, dass ihr denkt, dass ich das fake, denn hier aktive Mannschaft ist er noch drinnen und ja, bei der Transferliste müsste er jetzt auch ganz normal erscheinen. Mal schauen, wo er ist. Neymar ist hier, also 265.000 machen wir jetzt einfach mal so. Ja, 265.000 Münzen, ist er wert, wir geben ihn aber eben, wie gesagt, für 260.000 rein, mit Hawk Chemistry Style und ja, dann packen wir den Spieler rein, 260.000, der müsste instant weggehen, denn er ist 5k billiger als der andere und ja, wir schauen jetzt einfach mal, ob er sich wirklich verkauft und sehen uns dann gleich wieder. So, jetzt hat sich der Neymar verkauft hier für 260.000 und ich habe jetzt 600.000 Münzen und ich habe meine Spieler noch ganz normal im Verein. What the fuck, EA? Aber er hat keine Verträge mehr. LOL. What? Hä? Was ist da jetzt passiert? Okay. Also es ist nicht mehr so, wie es vorher war. Die Frage ist, kann ich da jetzt noch was machen oder nicht? Okay, also ich habe jetzt irgendwie keine Verträge mehr auf den Spielern. Die Frage ist, kann ich denen jetzt ganz normal einen Vertrag geben? Kann ich nicht. Oh no, ich dachte echt, dass ich jetzt den heftigsten Glitch aller Zeiten gefunden habe. Aber jetzt ist das Ganze leider doch nicht so. Ja, okay, jetzt gehen wir ganz aus Ultimate Team raus. Wahrscheinlich sind die Spieler jetzt einfach weg und ich habe sie halt sozusagen verkauft. Oh no, Alter, ich dachte echt, das funktioniert, Alter. Es hat so gut ausgesehen. Aber irgendwie hat es dann doch nach der Zeit das Ganze durchschaut. Ja, da ist alles weg. Da ist alles weg. Also mein Dechea müsste noch auf der Transferliste sein. Ist er auch noch, aber die Spieler, die ich jetzt auf die Transferliste gepackt habe, die sind jetzt alle weg. Schade. Sehr, sehr schade. Ich dachte wirklich, es funktioniert, weil es einfach so gut gewirkt hat, muss ich sagen. Aber trotzdem krass, dass es kurz funktioniert hat, beziehungsweise über 5 bis 10 Minuten einfach so geklappt hat. Ja, schade. Extrem, extrem schade einfach nur. Aber ich finde es gut, dass ich das jetzt zum Glück noch im Video rausgefunden habe, denn sonst hätte ich das Video jetzt einfach hochgeladen, so als Glitch und als mega gute Option, um unendlich viele Coins zu bekommen und dann funktioniert es bei vielen gar nicht. Deswegen ist es jetzt eh besser. Also der Glitch funktioniert anscheinend doch nicht, aber es funktioniert zeitweise. Also eine kurze Zeit hat es funktioniert. Die Frage ist halt, wenn ich mir da jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich den Spieler, den ich da hatte, weil der war ja vorher noch ohne Vertrag, also vorher noch ganz normal mit Vertrag, zum Beispiel der Pogba, als ich ihn verkauft hatte, ist er hier noch ganz normal gewesen. Wenn ich den jetzt verkauft hätte, ob ich die Coins dann wirklich bekommen hätte, das ist halt so die Frage, die ich mir gerade stelle. Kann schon sein, dass ich den Pogba vorher verkaufen hätte können, aber wahrscheinlich wäre da auch dann irgendwie einfach eine Fehlermeldung gekommen. Ich denke mal, ich probiere das noch in einem weiteren Video aus, dass ich diesen Spieler, den ich dann verkauft habe, der dann eben noch in der Mannschaft drinnen ist, dass ich den dann nochmal verkaufe, also wirklich diesen selben Spieler zweimal verkaufe. Das probiere ich beim nächsten Mal aus. Dann mache ich entweder ein Video dazu oder ich probiere das in einem Stream mal. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, wenn ihr das daheim auch versucht. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob es bei euch irgendwie funktioniert hat, dass ihr die Coins dann wirklich doppelt bekommen habt. Ob ihr das irgendwie geschafft habt, dass da wirklich mehr Coins auf eurem Konto waren. Und damit war es auch schon wieder mit dem Video. Ich finde es eine interessante Sache. Es hat leider im Endeffekt, halt, wie gesagt, doch nicht funktioniert. Aber vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit, um die Coins wirklich doppelt zu bekommen, indem man eben den Spieler, den man gerade verkauft hat, direkt nochmal verkauft. Keine Ahnung, ob das geht. Wie gesagt, ich werde es in einem Video noch probieren und dann war es auch schon wieder von meiner Seite aus. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab und dann habt immer
High Hopes, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!